Arrow-Video ist immer wieder ein riesengroßer Punkt auf diesem Kanal. Und Arrow-Video bringt tatsächlich Monat für Monat absolut grandiose Veröffentlichungen. Begonnen hat das mit wunderschön gestalteten DVDs in England, dann kamen wunderschön gestaltete Blu-rays in England dazu, bis Arrow-Video dann auf die Idee kam, auch nach Amerika zu expandieren. Was für mich als Komplettist einfach die schwierige Frage aufwarf: Muss ich mir jetzt jeden Titel zweimal kaufen? Hab das allerdings dann relativ schnell verworfen, so rein mit dem Gedanken, ich bin doch nicht blöd, Mann. Möchte aber trotzdem auf jeden Fall von den Titeln, die in England gar nicht erscheinen, die amerikanischen Versionen haben. Und so war es unter anderem auch bei Reanimator, wo ein schön gestaltetes Digipack exklusiv in Amerika erschienen ist. Das habe ich euch auf meinem Kanal schon vor Ewigkeiten vorgestellt, aber als wäre das noch nicht zu kompliziert, als wäre das noch nicht genug an das Bein eines Sammlers pissen, nein, hat Arrow wieder dann auch noch angefangen, Bücher rauszubringen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan von Filmbüchern, aber musste sie natürlich trotzdem haben, hat Arrow Video auch damit angefangen, Vinylplatten rauszubringen. Eine davon dankenswerterweise beim Record Store Day exklusiv in britischen Geschäften, was online dann natürlich über eBay nur schwer und teuer zu bekommen war, und hat jetzt, und deswegen diese ganze Geschichte im Hintergrund, eine neue Auflage veröffentlicht von Reanimator. Nach dem Digipack kam das Steelbook. Und anders als bei den britischen Arrow Video Steelbooks gibt es das natürlich nicht exklusiv bei Zavi, was eh schon Strafe genug ist, wenn man mich fragt, sondern wurde das ebenfalls für einen Shop produziert, der lediglich im physischen existiert, beziehungsweise wenn man dort online etwas bestellt, lediglich in die Filialen beziehungsweise an amerikanische Adressen liefert. Sprich, auch dieses Mal musste ich den Umweg über eBay gehen, habe es allerdings tatsächlich geschafft, in dem Fall eine Möglichkeit zu finden, wo der Versender tatsächlich derselbe Versender, der mir auch die 16 Horror Edition Steelbooks geschickt hat, das zum Normalpreis eingestellt hat. Man muss aber auch sagen, dass der Normalpreis für ein Steelbook in Amerika sind $40. Das ist schon eigentlich relativ hardcore. Aber egal, es ist eine Arrow-Video-Veröffentlichung, es ist eine andere Verpackung und es ist deswegen selbstverständlich etwas, das ich in meiner Sammlung haben muss. Wir haben auf dem Backcover in der gewohnten, brutal gestalteten Arrow-Video-Art einerseits die Inhaltsangabe zum Film, andererseits natürlich die Informationen zum Inhalt von dieser Limited Edition. So haben wir hier in diesem Fall, wenn ich Fassungen checke, offensichtlich die Unrated-Fassung mit an Bord. Von der R-Rated-Fassung lese ich in diesem Fall nichts. Entfernen wir mal dieses Backcover-Blatt, damit wir dann eben Zugang auf das komplette Steelbook bekommen und uns endlich einmal das Artwork anschauen. Und das, was ich hier am Anfang schon einmal gesehen habe, ist etwas, das tatsächlich für ein Arrow-Video-Steelbook relativ untypisch ist. Arrow-Video-Steelbooks sind meistens komplett grundiert und bieten keinerlei Steelbook-Schimmer. In dem Fall haben sie es allerdings, finde ich, wirklich absolut genial gelöst. Wir sehen Jeffrey Combs als Dr. Herbert West in einer wirklich wunderschön neu gezeichneten Art und Weise, passend und exklusiv für diesen Release von Arrow Video. Finde ich wirklich absolut toll, wie er von dem Zeichner getroffen wurde. Außerdem hat man dann das Steelbook noch mit Metallic-Effekten veredelt, die nämlich eben einerseits den Hintergrund umfassen, sodass der grundsätzlich grundierte Jeffrey Combs hier, finde ich, sehr schön ganz eindeutig in den Vordergrund rutscht und eben über diesen Background erhaben ist. Außerdem sehen wir sehr schön noch, dass seine Brillengläser bzw. die Spritze und natürlich die metallische Nadel der Spritze mit dem Metallic-Effekt versehen ist. Das Ganze bietet, finde ich, einen wirklich, wirklich schönen Comic-Look, passt wundervoll in die Design-Library von Arrow Video und damit natürlich auch in meine Sammlung. Auf dem Back
Cover geil, hat man sich für etwas Ähnliches entschieden. Hier hat man einige Designelemente aus dem Film quasi rund um das Cover herum gemacht. Quasi eine Art Rahmendesign ohne wirkliches Rahmendesign. Sehr schön finde ich den gehaltenen Doktorenkopf hier oben. Aber schön eben, wie man wirklich das komplette Steelbook rundherum gestaltet hat und wie man dann quasi wie in einem Spiegel, wenn halt das die Kamera dann möchte mit dem Autofokus, in der Mitte davon eben wirklich den metallischen Steelbook-Effekt eingesetzt hat und genützt hat. Das macht, finde ich, optisch wirklich eine Menge her und ich würde vielleicht fast sogar so weit gehen und sagen, dass das vom Außenartwork eines der innovativsten und schönsten Steelbooks ist, die Arrow Video bislang veröffentlicht hat. Drinnen dann wartet ebenfalls mit diesem absolut genialen Design aus dem Backcover. Ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, welches dieser Designelemente ich dann für die Disc recyceln würde oder reanimaten würde, wäre es eben genau dieser Schädel gewesen. Drinnen wartet dann ein durchgehendes Innenartwork, das quasi dem entspricht, was wir hier auf dem Backcover gesehen haben. Ich tue mir tatsächlich wirklich, wirklich schwer, das irgendwie so vor die Kameralinse zu bekommen, dass man da ansatzweise was erkennen kann. Grundsätzlich sind es eben dieselben Tentakel mit ein bisschen Farbverlauf, was schwarz anfängt, schwarz aufhört und dann in der Mitte eben dieses Reanimator-Grün bekommt. Aber also man muss jetzt schon wirklich sagen, also wenn man das Design mit der Lupe suchen muss, dann hat man, finde ich, beim Design echt etwas falsch gemacht. Also das ist tatsächlich von schön wirklich dann wieder meilenweit entfernt, wenngleich es aber auch tatsächlich angenehm passend ist. Ebenfalls genial finde ich das Bild, das hier auf dem Booklet vorne drauf ist. Offensichtlich hat man dieses Mal nicht einfach nur irgendein Grafikelement vom Frontcover oder wie sie es auch ganz gerne machen, das komplette Frontcover für das Booklet recycelt, sondern hat hier eine komplett neue Zeichnung angefertigt, die ich einfach nur absolut großartig finde. Das Einzige, was ich jetzt an dieser Stelle leider nicht vergleichen und überprüfen kann, weil ich einfach die Digipack-Version des Films nicht gefunden habe, ist, inwiefern sich das Booklet von der Erstauflage unterscheidet, beziehungsweise ob es nicht sogar eins zu eins identisch ist. In dem Fall würde ich euch empfehlen, falls euch das wirklich interessiert, einfach auf meine Kanalseite zu gehen, dort nach Reanimator zu suchen und einen Blick auf das Unpacking von der amerikanischen Digipack-Version zu blicken. Übrigens sehr interessant ist auch eben wieder hier, dass wir einen kleinen Text von Thorsten Kaiser von TLE Films haben. Demnach scheint Arrow Video im Fall von Reanimator tatsächlich denselben Transfer zu verwenden, der damals eben in Zusammenarbeit von TLE Films und von Cape Light entstanden ist. Auch wieder relativ cool finde ich eigentlich zu sehen, wenn zwei meiner absoluten Lieblingslabels zusammenarbeiten und überraschenderweise dabei eine wirklich coole Sache rauskommt. Und das ist, obwohl ich Reanimator schon x-mal in der Sammlung habe, sogar schon x-mal von Arrow Video in der Sammlung habe, und mit x meine ich in diesem Fall eins, ist das ein Steelbook, das ich wirklich absolut unbedingt haben wollte.